Hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von Du und Dein Motor. Heute werde ich euch was über Ölanalysen erzählen, na endlich, und euch eine ganze Menge Praxiswissen vermitteln. Falls euch das Video gefällt, denkt bitte daran, lasst mir einen Daumen hoch da oder drückt gleich die Abo-Glocke. Wenn nicht, auch kein Ding. Wenn du wissen willst, was das beste Öl für deinen Motor ist und wie du vielleicht einen sich anbahnenden Motorschaden feststellen kannst, ohne den Motor komplett zu zerlegen, dann ist das Video genau für dich. Denn heute erkläre ich euch, wie einfach es ist, eine Ölprobe aus eurem Motor zu entnehmen, wen ihr bei der Interpretation um Hilfe fragen könnt, was das Ganze kostet und was es am Ende für euch bringt. Schritt Nummer 1. Bestellt euch eine Ölprobenflasche in einem Labor. Es gibt viele Ölanalyselabore. Es gibt freie Ölanalyselabore, die sind oft ziemlich cool. Die haben einen Online-Shop und die schicken euch dann durch so einen Fragenkatalog durch, wenn ihr eine Ölprobe bestellen wollt. Der Online-Shop fragt dann, was magst du für eine Ölprobe machen? Ist die für ein Getriebe? Ist die für eine Papiermaschine? Ist die für eine Turbine? Ist die für einen Motor? Ja, für einen Motor ist meine Ölprobe bitte. Ja, was ist denn für ein Motor? Ein Diesel oder ein Benziner? Ja, ein Benziner meinetwegen. Und dann fragt es am Ende noch, ja, was willst du denn für eine Ölprobe haben? Willst du die Standardölanalyse? Willst du die Premiumölanalyse? Oder willst du die Flaggschifföl-Analyse? Das Ganze ist dann nach Preisen natürlich gestaffelt. Und bei der Flaggschifföl-Analyse kriege ich natürlich viel mehr Werte aus dem Öl ausgelesen als bei der Standardölanalyse. Aber im Normalfall, wenn ihr das erste Mal eine Ölanalyse macht, würde ich sagen, nehmt einfach Standard oder Premium. Das ist für den Anfang erstmal ganz gut. Und wenn man dann wirklich noch ins letzte Detail will, kann man sich auch irgendwann mal eine Flaggschiff-Ölanalyse gönnen. Es gibt natürlich auch noch die Ölanalyse-Labore der großen Ölhersteller. Das geht auch. Die haben nicht immer einen Online-Shop, das Ganze läuft bei denen oft über regionale Händler, wo man einfach anrufen kann, sagen wir zu, ich brauche eine Ölanalyse für meinen Motor. Meistens die Leute, die, wenn man die Null wählt, die wissen nicht so genau, was eine Ölanalyse ist. In dem Fall einfach nach einem Mitarbeiter vom technischen Außendienst fragen und dann wird man verbunden. Und wenn man denen sagt, ich brauche eine Ölanalyse, dann regeln die das. Die beraten einen auch, was man denn für eine Ölanalyse braucht. Möglicherweise bringen sie die sogar persönlich vorbei und erklären nochmal, wie das Ganze funktioniert. Und in der Regel ist dieser Service bei den Ölherstellern kostenlos. Natürlich muss man für die Ölprobe bezahlen, keine Frage. Schritt Nummer 2 ist dann Auto warm fahren und Ölprobe entnehmen. Es ist extrem wichtig, dass man darauf aufpasst, wie man die Ölprobe nimmt. Denn wenn ich die immer auf eine unterschiedliche Art und Weise entnehme, dann kommen auch unterschiedliche Ergebnisse dabei zustande. Was ich damit meine ist, man sollte immer das gleiche Vorgehen wählen. Ich erkläre euch mal mein Vorgehen. Ich mache es so, dass ich mein Auto zuerst mal warm fahre. Ganz wichtig, dass der Motor wirklich auf Betriebstemperatur ist. Warum sollte das so sein? Ganz einfach, wenn ich mein Auto gefahren habe, stelle das in die Garage oder vors Haus und lasse es über Nacht stehen oder vielleicht auch länger, 2-3 Tage, dann setzen sich in der Ölwanne vom Öl die Schwebstoffe ganz unten in der Ölwanne ab. Und je nachdem, wie ich meine Ölprobe ziehe, bekomme ich jetzt ganz viele Schwebstoffe, also Metallabrieb, Oxidationsprodukte, in meine Ölprobenflasche rein oder ganz wenige. Wie entnehme ich die Ölprobe? Also gibt grundsätzlich 2 Möglichkeiten beim Auto. Erste Möglichkeit ist, ich drehe die Ölablassschraube auf, beim Ölwechsel zum Beispiel, und halt die Flasche drunter, so dass die Flasche sich füllt. Die zweite Möglichkeit ist mit einem solchen Ölprobendieb. Da dreht man erstmal die Flasche auf, bereitet den Ölprobendieb vor, da kommt so ein Schlauch dran. Das ist im Prinzip am Ende eine Wulffsche Flasche. Dreht man die Flasche drauf und dann steckt man den Schlauch beispielsweise über einen Ölpeilstab in den Motor rein und kann dann hier hinten pumpen. Und dann füllt sich die Flasche über ein Vakuum. Wenn ich mein Auto warm gefahren habe, dann bringe ich alle Schwebstoffe tatsächlich oder alle Ablagerungen in Schwebe. Dann habe ich eine ganz toll gemischte Suppe da im Motor. Und wenn ich meine Ölprobe ziehe mit dem Ölprobendieb, dann versuche ich, dass mein Schlauch eben irgendwo in der Mitte vom Ölspiegel landet. Und dann ziehe ich eine schöne Ölprobe daraus. Dann habe ich eine repräsentative Probe. Wenn ich sie über die Ölablassschraube ziehe, beim Ölwechsel zum Beispiel, ist es ganz wichtig, Ölablassschraube aufdrehen
und dann erstmal ablaufen lassen. Je nachdem, wie viel Öl drin ist, 1 oder 2 Liter erstmal ins Altöl ablaufen lassen und dann die Ölprobeflasche drunter halten. Den sogenannten Mittelstrahl nehmen bei der Ölprobe. Warum? Die Ölablassschraube ist meistens am tiefsten Punkt von der Ölwanne und da sammeln sich auch Ablagerungen. Wenn ich jetzt die Ölablassschraube aufdrehe und halt den Finger drauf und dann schnell aufmachen und das erste abfangen, was aus der Ölwanne rauskommt, dann kriege ich natürlich den ganzen Dreck in die Ölprobenflasche, der sich vor der Ölablassschraube gesammelt hat. Und dann analysiert das Labor das und sagt, um Gottes Willen, da ist ja alles drin. Ja? Der Motor fliegt dir gleich um die Ohren. Umgekehrt, wenn ich eben meinen Motor nicht warm fahre und ziehe mein Öl mit dem Ölprobendieb aus der Mitte vom Ölspiegel, dann hat sich unten alles abgesetzt, wenn das Auto nicht warm gefahren ist. Und dann ziehe ich eine sehr saubere Ölprobe und das Ölanalyselabor wird mir sagen, super, kein Problem, mit deinem Motor ist alles in Ordnung. So, also, wichtig ist, Motor warm fahren, dass alles ordentlich durchgemischt ist und dann die Ölprobe über die Ölablassschraube ziehen, immer an den Mittelstrahl denken oder aber mit dem Ölprobendieb. Wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Stopp! Wichtige Anmerkung noch, bevor ich es euch zeige. Füllt die Ölprobe immer nur in die Flasche vom Labor. Niemals in Zwischenbehälter füllen. Da sind seltsame Dinge drin, die da nicht reingehören und in der Ölanalyse die tollsten Effekte hervorrufen können. Nur in die Flasche, die euch direkt vom Labor geliefert wurde. Und noch eine Anmerkung für die Flieger unter euch. Freunde, nehmt die 3,50 Mark in die Hand und fliegt eure Kiste warm. Nicht nur 2 Minuten vor der Halle warm laufen lassen, das bringt nichts. Sondern richtig, dass der Öltemperaturanzeiger satt im grünen Bereich steht, dann kann man auch eine Ölprobe nehmen. Ansonsten könnt ihr euch die Kohle sparen und wir brauchen über die Interpretation von eurer Ölanalyse nicht zu reden. Es funktioniert nicht. Ich spreche aus Erfahrung. Fliegt's warm, bitte. So, und jetzt zeige ich euch, wie man die Ölprobe nimmt. So, das Auto ist jetzt ordentlich warm gefahren. Jetzt ziehen wir mal als erstes den Ölmessstab raus. Passen auf, dass es da keine Sauerei gibt. Und dann nehmen wir die Pumpe mit der Flasche und rein mit dem Schlauch. Vorsicht, dabei könnte in der Theorie was schief gehen, dass der Schlauch im Motor hängen bleibt oder so. Jeder, der an seinem Motor schraubt, ist natürlich für die Fehler, die er macht, auch selbst verantwortlich. So, dann fangen wir mal an zu pumpen. Ihr seht, das Öl ist schön warm. Das bedeutet, es fließt gut. Und die Flasche beginnt sich zu füllen. Wichtig ist dabei, dass man, egal bei welchem Labor man ist, die Flasche wirklich ganz bis zum Strich voll macht. Denn für die Untersuchung brauchen die Labore eine gewisse Menge an Öl. Und die sollte man ihnen auch geben, sonst können die nicht alle Untersuchungen durchführen. So, jetzt ist mein Fläschchen auch schon voll. Ich mache es dann so, ich ziehe den Schlauch wieder raus. Der Nachbarshund ist auch schon wach und pumpt nochmal die letzten Reste in die Flasche. Und dann Deckel drauf. Und Ölpaltstab wieder rein, vor der nächsten Fahrt natürlich noch mal gucken, ob noch genug Öl drin ist, ganz wichtig. Und die Sauerei hier, die machen wir dann in der Werkstatt mit dem Altölbehälter einfach wieder sauber. So einfach ist das. Jetzt kommen wir zu Schritt 3, Probenbegleitschein genau ausfüllen. In meinem Fall funktioniert das digital, ich bin beim Ölhersteller im Labor. Da gebe ich erstmal an, wann ich die Ölprobe entnommen habe und dann muss das Labor wissen, welche Nummer die Flasche hat. Die kann ich jetzt hier einfach per Hand eintragen oder aber ich lese sie einfach per QR-Code ein. Zack, damit ist das gelutscht. So, Betriebsstunden. Hier in dem Labor ist es alles sehr auf Industrie gemünzt. Deshalb fragen die nach Gesamtbetriebsstunden, nicht nach Gesamtkilometerzahl. Da muss man manchmal ein bisschen kreativ sein, auch bei anderen Probenbegleitscheinen. Und als ich die Ölprobe gezogen habe, das war gestern, hatte ich 117581
Kilometer auf dem Tacho. Hier ist auch schon angegeben, Maßeinheit Kilometer. Jetzt fragen wir noch, wie lange ist denn das Öl drin? Ich habe mir das alles schon mal ein bisschen ausgerechnet. Also meinen aktuellen Kilometerstand minus den Kilometerstand, als ich den Ölwechsel gemacht habe, gibt 21.155. Das ist ein bisschen viel. Der Hersteller des Fahrzeugs sagt alle 20.000 Kilometer einen Ölwechsel, aber die letzte Ölprobe sah so gut aus, dass ich mir jetzt keine Panik gemacht habe. Habe ich das Öl gewechselt? Nein, habe ich gestern noch nicht gemacht, habe ich aber heute vor. Deshalb trage ich jetzt mal ein, jawohl, das Öl ist gewechselt, weil ich bin dann seitdem nicht mehr gefahren. Habe ich einen Filter mitgewechselt? Ja, natürlich, macht man immer, denn man möchte beim Ölwechsel so viel wie möglich Restöl aus dem, oder Altöl aus dem Motor rausbekommen. Deshalb sollte man immer den Filter mitwechseln, um das hinzubekommen. Wie hoch ist meine Tanktemperatur, also die Öltemperatur, ist in meinem Fall irgendwo zwischen 75 und 85 Grad Celsius. Gestern zeigte der Motor 84 Grad Celsius, als ich ihn abgestellt habe. Okay, alles klar, tragen wir auch 84 ein. Hier kann ich noch irgendeine ID eintragen, aber das ist relativ uninteressant. Habe ich einen Kommentar zu machen? Nö, eigentlich nicht. Will ich ein Foto hinzufügen? Eigentlich auch nicht. Dann drücke ich jetzt auf Speichern und dann fragt er mich nochmal, bitte prüfen und versenden. Datum der Probenentnahme, das ist hier die Barcodes, die IDs der Flasche. Der Vorteil ist, wenn ich das vorher im Labor registriere, diese Flasche, dann weiß das Labor schon, alles klar, der Kerzendorf schickt mir jetzt eine Ölprobe. Der hat eine neue entnommen, die ist im Zulauf und das Labor weiß auch gleich, weil das bei meinem Fahrzeug hier digital hinterlegt ist, welches Öl drin ist. Das heißt, wenn diese Flasche ankommt, weiß das Labor sofort, wie viel Kilometer ist das Öl gelaufen, in welchem Fahrzeug war das drin, was ist das für ein Öl. Also dann haben die alle Informationen, die sie brauchen. Hier zeigen sie mir auch die Gesamtbetriebsstunden nochmal an und schauen nochmal nach den Ölbetriebsstunden von der letzten Ölanalyse, die ich gemacht habe, zu dem, was ich heute habe. Das zeigt es mir hier in grün an. Nachgefüllt habe ich in der Zeit nichts. Ja, sieht alles ganz gut aus. Hier habe ich noch einen Kommentar dazu geschrieben. Und dann drücken wir auf Senden. Dann rattert es einen Augenblick und zack, ist der Kram versendet. Ja, dann bleibt eigentlich nur noch eins zu tun, nämlich die Flasche in den Umschlag. Der ist in meinem Fall nicht vorfrankiert, das heißt, ich muss damit tatsächlich zur Post. Ja, ich habe immer ein bisschen Panik und prüfe nochmal, ob die Flasche auch wirklich richtig zu ist. Ja, fühlt sich gut an. Also rein in den Umschlag. Zukleben. Dann gehe ich damit auf die Post, klebe eine Briefmarke drauf und Abfahrt. Jetzt habt ihr gesehen, wie einfach der Ablauf ist. Die Erklärung hat natürlich ein bisschen länger gedauert. Im Grunde geht es aber wirklich nur um die drei Schritte, nämlich Ölprobenflasche im Labor bestellen. Habt ihr gesehen, ich hatte eine. Nur das Ölprobengefäß verwenden, was euch das Labor sendet. Motor warm fahren und die Ölprobe entnehmen. Und am Schluss, was wir gerade gemacht haben, den Probenbegleitschein ausfüllen. Je nachdem, ob das online ausgefüllt wird oder ob ihr das mit einem Zettel und einem Stift macht, fragen diese Probenbegleitscheine unterschiedliche Dinge ab. Gebt dabei an, was ihr könnt. Alles, was ihr an Daten dazugeben könnt, hilft es anschließend, das zu interpretieren. Besonders, wenn ihr mit jemandem Rücksprache halten wollt, der zum Beispiel im Labor angestellt ist oder mit jemandem vom Ölhersteller. Je mehr Daten da drauf sind, desto einfacher und desto besser ist die Interpretation der Werte möglich. Schließlich hat die Analyse ja auch Geld gekostet und ihr wollt das Bestmögliche daraus machen. Die Ölanalyse ist also entnommen, ihr habt den Probenbegleitschein ausgefüllt, das Ganze ist im Labor gelandet und ein paar Tage später erhaltet ihr das Ergebnis. Jetzt ist die Frage, was lese ich daraus? In jeder Analyse ist vom Labor so ein Begleittext dabei. Da steht schon mal grob drin, oh, dieses oder jenes ist ein bisschen auffällig oder so. Finde mal die Ursache dafür und stell das ab. Okay, das ist ganz nett so für den Anfang, aber es ist schöner, wenn man die Werte versteht. Und ich möchte euch zumindest mal einen Anfang geben. So
ein paar Richtwerte, ja, also wirklich nur Daumenwerte. Warum nur Daumenwerte? Jeder Motorenhersteller hat für Gebrauchtöle eigene Grenzwerte. Und diese Grenzwerte dürfen wahlweise nicht überschritten werden oder nicht unterschritten werden, je nachdem, um was für einen Wert es sich handelt. Wir schauen uns jetzt ein paar dieser Werte im Detail an. Die Oxidation, das ist das Maß für die Ölalterung. Je älter ein Öl wird, desto mehr Oxidationsprodukte bildet es. Das heißt, es reagiert zum Beispiel mit Luftsauerstoff, der ins Kurbelgehäuse gelangt, und dadurch bilden sich Ablagerungen. Und diese Oxidation kann man messen. Wie das genau gemessen wird, das sprengt jetzt den Rahmen. Darüber können wir nochmal ein eigenes Video machen. Aber der Grenzwert liegt bei etwa 20. Okay? Wird per Infrarot gemessen. Nur so viel mal. Viskosität ist immer ein Thema, denn etwa 70% aller Fahrzeuge im Straßenverkehr sind von Ölverdünnung durch Benzin oder Diesel betroffen. Das sind natürlich tatsächlich sehr, sehr viele. Und dabei, also vor allem die, die mit flüssigem Brennstoff fahren, Gasautos, ist das wieder ein bisschen anders, aber bei flüssigen Brennstoffen sinkt die Viskosität im Laufe der Betriebszeit oft ein bisschen ab. Wichtig ist dabei, schaut euch mein Video zu Viskosität an, ich blende euch das oben nochmal ein, dass ihr in der Viskositätsklasse bleibt. Der Engländer sagt, stay in grade. Also habt ihr einen 0W30 oder einen 5W30 in Gebrauch, dann müsst ihr innerhalb der SAE-Klasse 30 bleiben. Das ist so die Daumenregel. Blei und Kupfer sind wichtige Indikatoren dafür, ob eure Lagerschalen in Ordnung sind. Die Lagerschalen, oh, ich sehe da gerade eine liegen, ich hole sie mal. Das ist hier so eine Lagerschale. Und diese Lagerschalen, die bestehen oft aus Buntmetallen. Da ist zum Beispiel Kupfer und Blei drin. Und da läuft ein Teil der Kurbelwelle läuft da drin. Da ist oben natürlich auch noch eine Schale drauf. Ne? Und diese Lagerschalen, die können Verschleiß unterliegen. Und wenn euer Motor in Ordnung ist, wenn das Öl gute Arbeit macht, dann liegen Kupfer und Blei, das reibt sich eben im Betrieb ab, das findet man dann in der Ölanalyse wieder, dann liegen die im niedrigen einstelligen ppm-Bereich. Also da ist irgendwie mal 2, 3, 4, vielleicht auch mal 5 ppm Blei und vielleicht mal 3, 4, 5, 6, 7 ppm Kupfer. Aber wenn es deutlich mehr ist, dann spricht das dafür, dass sich bei eurem Fahrzeug einen Lagerschaden an der Kurbelwelle oder an den Pleuellagern anbahnt. Dann sollte man das mal strenger beobachten und eventuell schon mal anfangen, eine Reparatur einzuplanen, bevor mir alles um die Ohren fliegt. Glykol und Wasser, da schauen viele Leute sehr energisch drauf und wollen wissen, ja, habe ich denn einen Zylinderkopfschaden, habe ich Wasser im Öl? Das ist leider sehr schwierig detektierbar, denn Wasser verdampft bekanntermaßen bei etwa 100 Grad Celsius, Glykol bei so ungefähr 108 und deshalb kann man das schwer finden. Jetzt werden natürlich einige sagen, wieso? Deine Öltemperatur ist doch nur 85 Grad oder 84 Grad, hast du vorhin gesagt, da verdampft doch nichts davon. Ja, das stimmt. An dem Punkt, wo der Temperatursensor sitzt, da hat mein Öl diese paar 80 Grad. Aber beispielsweise hat mein Motor auch eine Kolbenbodenkühlung. Das heißt, da ist eine kleine Düse, die spritzt von unten gegen den Kolben. Das ist ein Aluminiumkolben, der wird so nach vielleicht 230 Grad heiß. Und wenn da das Öl mit dem Wasser und dem Glykol dagegen gespritzt wird zur Kühlung, dann dampft das Wasser und das Glykol sofort aus und geht über die Kurbelgehäuseentlüftung aus dem Motor raus. Deshalb kann man es nicht finden. Wenn ich also nur eine kleine Leckage habe, finde ich in der Regel weder Wasser noch Glykol. Erst wenn der Wasserschaden ganz stark wird, dann kann man das auch detektieren. Aber es gibt eine andere Möglichkeit, um einen Wasserschaden sicher festzustellen mit der Ölanalyse. Das ist Natrium und Kalium. Die sind in der Regel auch in der Elementaranalyse drin. Die liegen normalerweise im niedrigen einstelligen ppm-Bereich. Und Natrium und oder Kalium sind beliebte Additive bei Kühlmittelzusätzen. Und diese Elemente, die dampfen aus dem Öl nicht mehr raus. Und wenn mein Kalium- oder Natrium- oder beides Gehalt steigt im Öl, dann kann ich mir sehr sicher sein, dass ich irgendwo einen Wasserschaden im Motor habe. Kraftstoffverdünnung, ich habe schon gesagt, kommt relativ häufig vor, wird in der Regel von den Laboren nicht mitgemessen, wenn das Öl noch im
SAE-Bereich ist, was ihr angegeben habt. Habt ihr also angegeben, ich habe einen 5W30 drin und das Öl liegt noch im SAE-30-Bereich, dann messen die oft die Kraftstoffverdünnung gar nicht mit, weil sie sagen, hey, du hast kein Problem. Wenn deine Viskosität aber stark absackt, dann messen sie auch die Kraftstoffverdünnung raus, um rauszufinden, wo kommt es denn her. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, warum ein Öl dünnflüssiger wird. Das eine ist die Kraftstoffverdünnung, das andere kann natürlich auch die Scherstabilität von gewissen Additiven sein, die für die Viskosität zuständig sind. TAN, TBN und IPH, das bekommt man tatsächlich meistens nur bei den Flaggschiff-Analysen mitgemessen, vielleicht einen Wert von den drei auch bei der Premium-Analyse. TAN und TBN sind zwei Werte, die einigermaßen wichtig sind. Die TAN steht für Total Acid Number, also die Säurezahl, und TBN für die Total Base Number, also die Basenzahl. Und in jedem Öl werden, in jedem guten Mutteröl werden Additive reingemischt, die eine alkalische Reserve ins Öl bringen. Denn bei der Verbrennung von Kraftstoffen entstehen saure Bestandteile. Das Öl wird also immer saurer, je länger ich es benutze. Und wenn die Säuren stark genug sind, dann greift es auch wieder meine Buntmetalle in der Lagerschale an und dann bekomme ich eben chemischen Verschleiß der Lager. Deshalb sollte die Basenzahl immer höher sein als die Säurezahl. Das ist so der klassische Ansatz. Jeder Motorhersteller hat da, wie gesagt, unterschiedliche Grenzwerte. Aber man kann so über einen dicken Daumen sagen, ne, die Basenzahl, die geht über die Zeit runter, die Säurezahl geht über die Zeit hoch. Und wenn die beiden sich treffen, dann ist es spätestens Zeit, das Öl zu wechseln. Wie gesagt, jeder Motorhersteller hat da andere Grenzwerte. Aber das ist so der Klassiker unter den Dingen. Und wenn man dann die ganz tolle Analyse hat, dann wird oft der IPH-Wert noch mitgemessen. Und auch da alles unterschiedliche Grenzwerte. Also ich sag mal so, ab IPH von, wir wissen ja, ne, 7 ist neutral, alles oben drüber ist alkalisch, alles unten drunter ist sauer. Und ich bekomme immer so ein bisschen, dann komme ich so ins Grübeln, so bei 5, sage ich dann, wäre vielleicht mal Zeit zum Wechseln. Und wenn der IPH bei 4,5 ist, dann fange ich schon an zu schwitzen und sage, nee, komm, jetzt raus mit der Suppe, das hat keinen Wert mehr. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal in der Praxis an. Ich habe euch Ölanalysen von meinem Fahrzeug mal ausgedruckt. Da werfen wir jetzt mal gemeinsam einen Blick drauf und denken mal drüber nach, was man da so rauslesen kann. Das ist also meine Ölanalysen-Historie von diesem Fahrzeug. Da kann man sehen, ich habe sehr regelmäßig Ölproben gezogen und habe angefangen mit einem Öl, was vom Hersteller freigegeben ist. Es ist eher ein Standardprodukt als ein Flaggschiffprodukt. Und da schauen wir uns mal an, was hier so Phase ist. Also hier habe ich gut 80.000 Kilometer auf der Uhr gehabt. Das Öl war 17.000 Kilometer drin. Und wir stellen hier fest, es gibt eine Kraftstoffverdünnung in Höhe von ungefähr 4,5%. Dann geben die hier noch eine Bewertung ab von Vorsicht. Die TBN liegt bei 3,6, sagt mir jetzt leider gar nichts, weil ich nicht weiß, wie hoch die TAN ist. Ist aber ganz nett, dass es mit angegeben ist. Ist eine Premium-Analyse, keine Flaggschiff. Anlagenbewertung, also der Motorbewertung, ja, befindet sich irgendwie im normalen Bereich. Ne? Lubricant Rating, also die Bewertung des Öls, Vorsicht, sagen die hier. PQ-Index, das ist ein Wert, der sagt, wie viel große Metallpartikel im Öl sind. Das ist hier eine dimensionslose Zahl. Und ich sage immer so, alles unter 10, ja, ist eher 0. Also hier sind keine großen Metallpartikel im Öl. Eigentlich ist das ein 5W40, aber er sagt mir hier, jawohl, die SAE-Klasse ist auf 30 abgerutscht. Die Viskosität liegt bei 11,5. Und ich glaube, die untere Grenze von SAE-40 ist, ich glaube, 12,5. Also wir sind hier in der Viskositätsklasse abgerutscht. Die Oxidation liegt bei 10, also habe ich die Hälfte des Ölalters erreicht nach 17.000 Kilometern. Hier wird mir noch ein Rußanteil angegeben, Wasser 0,1%, völlig unkritisch. Kein Glykol detektiert. Schauen wir noch nach den Verschleißmetallen, ob da Silber drin ist, interessiert mich eigentlich gar nicht. Aluminium, das ist das Material der Kolben, ist fast nichts drin, alles unter 5 ist 0. Chrom, das könnte aus Kolbenringen kommen, aber das ist hier immer 0. Kupfer ist im niedrigen einstelligen ppm-Bereich, also alles gut. Eisen ist nach 17.000 Kilometern bei 25. Das ist jetzt nicht super, super toll, aber auch überhaupt kein Problem. Also es ist völlig normal.
Molybden, ja, das kann ein Additiv sein, das muss nicht unbedingt, hier neben steht Verschleiß, es könnte aber auch aus dem Additivpaket kommen oder irgendjemand hat was mit einer Montagepaste in den Motor eingebaut. Was noch interessant, Blei natürlich ist immer bei Null, das heißt, das Öl macht eine hervorragende Arbeit, wenn es darum geht, die Lager zu schützen. Der Rest hier ist auch uninteressant. Jetzt kommt natürlich Kalium und Natrium, ist im niedrigen, unteren einstelligen PPM-Bereich. Also habe ich hier kein Problem mit einem Wassereintrag ins Öl. Silizium sagt mir, ob mein Luftfilter gut funktioniert. Silizium ist im Prinzip Staub. Ja, und wenn viel Staub in meinen Motor kommt, habe ich auch mehr Abrieb, dann geht mein Eisenwert hoch. Was haben wir hier noch? Bor ist ganz offensichtlich ein Additiv. Hier habe ich die Ölsorte gewechselt. Da sieht man plötzlich einen Anstieg im Borwert. Also an dieser Stelle habe ich mein Öl umgestellt auf ein anderes. Und auch im Calciumwert, calciumbasierte Additive dienen oft der Reinigung, sieht man plötzlich einen Unterschied. Ja, das geht von 2200 runter auf 1600 ungefähr. Ja, also das ist das Additivpaket. Zink kommt sehr oft aus Zinkdithiophosphat, ist ein Additiv für Verschleißschutz, also für Mischreibungsverschleißschutz und auch für Oxidationshemmung. Hat man heute nicht mehr so gern, weil das ein Aschebilder ist und die Abgasnachbehandlungssysteme und den Turbolader eventuell mit Asche belegt. Das möchte man nicht so gerne. Deshalb nutzt man heute für Mischreibungsverschleißschutz andere Additive, die mindestens genauso gut sind oder sogar besser. So, was sehen wir jetzt hier? Interessantes, ne? Alles Öl kommt aus der gleichen Raffinerie. Nee, kommt es eben nicht. Ich habe hier ein Standardöl benutzt und wir sehen, wir haben da immer eine deutliche Benzinverdünnung von, ja, sagen wir mal, zwischen 3 und 4,5% irgendwie so. Die Werte darf man nicht bis auf die letzte Nachkommastelle ernst nehmen. Das ist keine exakte Wissenschaft im Labor, da ist es auch mal Montag. Und sofort, als ich umgestellt habe auf ein Flaggschifföl, kann man sehen, selbst nach 14.000 Kilometern, oh hier, kann man sehen, selbst nach 14.000 Kilometern Öleinsatzzeit, ist das Öl in der Viskosität noch sauber bei 13, also prima in der SAE 40 Klasse, überhaupt kein Problem mehr. Das heißt, mit einer Ölumstellung auf ein höherwertiges Öl kann ich mir tatsächlich Probleme vom Hals schaffen. Das Öl wird offensichtlich mit der Benzinverdünnung besser fertig. Möglicherweise sind da höherwertige Grundöle drin, die sich nicht so leicht mit dem Benzin vermischen. Und dann kann das Benzin als Leichtsieder aus dem Öl wieder abdampfen. Und das Öl behält seine Viskosität. Möglicherweise sind auch die Viskositätsverbesserer, die Additive, die dafür genutzt werden, scherstabiler. Deshalb hält das Öl länger. Und damit tue ich meinem Motor natürlich einen Gefallen. Kommen wir zum Schluss. Was kostet so eine Ölanalyse? Na, die Standard-Ölanalysen fangen so bei 30, 40 Euro an. Die Premium-Analysen kosten ja so im Mittelfeld 50, 60 Euro. Und die Flaggschiff-Analysen, die schlagen schon mal ein bisschen mehr zu Buche mit ungefähr 80 Euro. Wen kann ich um Hilfe bitten? Die Labore, die freien Labore, die haben eigentlich immer Telefonnummern auf den Analyseberichten, wo man die Leute anrufen kann. Da steht auch oft der Laborant drunter, der die Analyse am Ende durchgeführt hat. Das darf man nicht so genau nehmen. Viele Labore machen tausende von Analysen am Tag nahezu vollständig automatisiert. Und der Laborant, der am Ende nochmal drüber guckt, dessen Name steht da drunter. Also der hat sich nicht im Detail mit eurer Ölanalyse und eurem Motor beschäftigt, weil die, wie gesagt, tausende von Analysen am Tag durchlaufen haben. Man kann die aber anrufen und sich Werte erklären lassen. Das funktioniert sehr gut. Die großen Ölhersteller, die haben in der Regel sogenannte ja, Telefon, also Technical Helpdesk zum Beispiel. Ja, da kann man anrufen, da bekommt man kompetente Leute ans Telefon, die einem schon mal bei der Grundlageninterpretation helfen können. Wenn die beim Technical Helpdesk nicht mehr weiter wissen bei den großen Ölherstellern, dann verweisen die auch schon mal an den Ingenieur, der sich mit Verbrennungsmotoren und den zugehörigen Ölen auskennt und stellt einen vielleicht durch oder gibt einem eine E-Mail-Adresse, wo man dann nochmal anrufen kann. Was kann ich mir dadurch sparen? Ne? Der eine oder andere wird jetzt sagen, was, 50 Euro für eine Ölanalyse? So viel kostet ja mein Ölwechsel. Ja, da kann ich auch gleich einen Ölwechsel machen. Ja, natürlich kann man das machen, klar. Aber wenn ich eine Ölanalyse mache, dann bekomme ich mehr raus als nur den Zustand des Öls, sondern
Die Ölanalyse verrät mir auch, ob mit meinem Motor was faul ist, ob irgendwie der Eisenwert deutlich erhöht ist oder der Kupfer- oder Bleiwert deutlich erhöht ist. Dann weiß ich, oh, hier bahnt sich was an, vielleicht sollte ich schon mal eine größere Reparatur einplanen. Insbesondere bei historischen Fahrzeugen ist das natürlich spannend. Wenn ich mir jetzt für 650 € einen VW Polo gekauft habe, um da die nächsten 2, 3 Jahre mit an die Arbeit zu rutschen und wieder zurück, mache ich dann eine Ölanalyse? Wahrscheinlich eher nicht. Ne? Aber wenn ich ein Auto habe, woran ich hänge, wo ich auch bereit bin, ein bisschen Geld zu investieren, dann ist so eine Ölanalyse durchaus sinnvoll, weil dann aus einem Motorplatzer auf der Autobahn, sowas passiert dann nicht. Sondern dann weiß ich, oh, alles klar, hier ist was faul. Wir gucken vielleicht mal mit dem Endoskop in den Motor. Wir bauen mal die Ölwanne ab, nehmen mal eine Lagerschale ab, gucken mal, wie es ist und dann können wir eine Entscheidung treffen. Vor sowas schützt mich eine Ölanalyse, wenn ich das regelmäßig mache. Wichtig ist, eine einzige Ölanalyse sagt fast nichts aus. Also das ist schön, dass man mal das gemacht hat, dass man sieht, ist alles in Ordnung oder habe ich ein Problem. Wenn ich natürlich das beste Öl für meinen Motor finden möchte, dann brauche ich mehr als eine Ölanalyse, um den Trendverlauf erkennen zu können und muss natürlich auch 2 oder 3 verschiedene Öle mal einen Ölwechselintervall lang fahren, dabei regelmäßig Ölproben ziehen und dann kann ich sehen, wie viel Verschleiß produziert denn Öl A pro 1000 Kilometer und wie viel Verschleiß produziert Öl B pro 1000 Kilometer. Wie viskositätsstabil ist, wie lange kann ich es fahren? Ja? Und dann kann ich das beste Öl für meinen Motor rausfinden. Bloß weil man Mechaniker von Flutschinol ein Schild an der Wand hängen hat, ist es für mich kein Hinweis darauf, dass es ein gutes Öl ist, was auch in meinem Motor gut funktioniert. Sondern das kann man am Ende nur mit einer Ölanalyse rausfinden und garantiert kann man das nicht rausfinden, indem man den Finger an den Ölpeilstab hält und so macht und sagt, ja, Öl ist gut. Das funktioniert nicht. Oder dran riechen. Oh, riecht nach Benzin oder so. Funktioniert nicht. Am Ende kann den Ölzustand und den Zustand des Motors aus den Öldaten heraus wirklich nur eine Ölanalyse bestimmen und dabei mehrere Messpunkte setzen. Dann bekommt man auch ein sauberes Ergebnis. Ein letzter Punkt noch. Bleibt beim gleichen Labor. Wenn ihr euch für eins entschieden habt, bleibt dabei, denn wie gesagt, Ölanalysen sind keine hochexakte Wissenschaft, dabei gibt es sehr weite Grenzen. Die THN und TBN, die können durchaus mal 40% daneben liegen. Ja, auch da ist der Trend entscheidend, das kann mal hoch und mal runter gehen, aber ob die TBN steigt oder sinkt, das sehe ich dann am Ende am Trend. Also, wenn ihr euch für ein Labor entschieden habt, bleibt am besten dabei, dann sind die Werte auch auf Dauer vergleichbar und betreibt kein Laborhüpfen. Ja, das ist auch noch der letzte Tipp. Die Labore, die so am Markt etabliert sind, sind alles gute Labore, die unterscheiden sich in Details, aber im Grunde machen die alle sehr gute Arbeit. Dann haben wir alles. Vielen Dank fürs Zuschauen. Es war mir wie immer ein Vergnügen. Ich hoffe, dass ihr etwas mitgenommen habt. Ich bin mir eigentlich ganz sicher, dass ihr etwas mitgenommen habt. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich helfe gerne, auch wenn ihr Fragen zu einer Ölanalyse habt oder so, dann ja, könnt ihr mir einfach was in die Kommentare schreiben. Ich antworte dann auch gerne. In diesem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.